ich Ihnen jetzt erzähle, darf diese vier Wände nicht verlassen. Wir haben den Kontakt zu Gemini verloren. Gemini? Das neue Energieprogramm? Schon ziemlich weit fortgeschritten. Ganz recht, sauber, effizient. Eine Anlage könnte die Ostküste 2000 Jahre mit Strom versorgen. Ein Forscherteam arbeitet mitten in Alaska an diesem Geheimprojekt. Ihrem letzten Bericht zufolge waren sie nahe dran. Verdammt nah. Dann vor der Woche, der Satellit, die Verbindung, alles tot. Laut Dr. Hobbs sind Sie der beste junge Physiker, den das Institut in Princeton seit Feynman hervorgebracht hat. Stimmt das? Ich habe schon sehr früh gelernt, Dr. Hobbs nicht in Frage zu stellen, aber ich halte mich für recht fähig. Hoffentlich. Wir verlassen uns darauf, dass Sie das Projekt wieder flott kriegen. Und zwar Sie ganz allein. Sie wollen, dass ich an Gemini arbeite? Ich will, dass Sie nach Alaska fliegen und das Projekt wieder zum Laufen bringen. Und noch was. Passen Sie auf sich auf. Weil einer an solchen Orten nicht nur die Kälte umbringt. Darf ich vorstellen, Dr. Paul Thorson, ein Mann der Vernunft. Ein Mann, der es gewohnt ist, Probleme zu lösen, die für andere unlösbar sind. Er wird auf die Probe gestellt, auf einem vergessenen Außenposten in der Einöde, irgendwo tief in der Twilight Zone. Wer sind Sie? Mein Auftrag und meine Referenzen. Ich kann sie Ihnen zeigen. Hier, sehen Sie. Unten auf Seite 3. Unterzeichnet von Admiral Monroe. Der Kaffeefleck da, der ist von mir. Alles klar? Verraten Sie mir, warum Sie hier so rumballern? Psst. Er ist da drin. Jetzt gerade. Er hat sie fertiggestellt. Er will sie testen. Testen? Was will er denn testen? Gemini. Wenn der verrückte Kerl da drin einen Fehler macht, sind wir alle tot. Sie, ich und die gesamte Menschheit. Sie reisen in eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur Augen und Ohren beansprucht, sondern auch unsere Fantasie. Die Reise führt uns in ein geheimnisvolles Land, dessen Grenzen nur die unserer eigenen Imagination sind. Sie betreten die Twilight Zone. Kapieren Sie denn nicht, Gemini ist eine Bombe und nach dem grellen Blitz werden nur noch in den Boden gebrannte Umrisse erkennbar sein. Ich weiß zwar nicht, was hier abläuft, aber ich weiß, Gemini ist keine Bombe. Was? Ich krieg die Tür nicht auf? Jetzt passen Sie mal auf, gleich werde ich kommen. Stopp, Blick mal, mit wem reden Sie überhaupt? Wer ist hinter dieser Tür? Ich komme jetzt rein, Chandler. Keiner kann mich auf. Chandler? In meiner Akte taucht keiner mit Namen Chandler auf. Wenn ich Sie in die Finger kriege, bezahlen Sie für das, was Sie mir und den anderen angetan haben. Im Logbuch steht auch keiner, der Chandler heißt. Das werden Sie mir büßen! Corporal! Corporal, beruhigen Sie sich! Sie sind doch immer ein Marine! Haben Sie das vergessen? Stimmt. Das bin ich. Wir sind wenige. Wir sind stolz.
Wir sind ruhig. Ja, Sir. Das bin ich, Sir. In Ordnung. Dann erzählen Sie mir jetzt mal, wer dieser Chandler eigentlich ist. Dr. Chandler. Er hat sich Gemini ausgedacht. Und jetzt ist er verrückt geworden. Wir müssen ihn aufhalten. Und was ist mit dem restlichen Forscherteam? Es müssten 12 Leute hier sein. Wo sind sie? Sie sind alle weg. Jedenfalls fast alle. Erzählen Sie ihm, Chandler, wie Sie die Leute dazu gebracht haben, wegzurennen in den Schnee, in die Kälte. Da draußen sind minus 50 Grad. Ganz recht. Er hat sie umgebracht. Er hat sie alle umgebracht. Und dafür wird er bezahlen! Corporal, hören Sie auf! Ich habe hier die Kombination! Oh. Gut. Okay. Jemand hat die Kombination geändert. Erzählen Sie mal, warum Sie wirklich hier sind. Es war Chandler, oder? Chandler hat Sie geschickt. Sie sollen ihm dabei helfen, Gemini zu starten. Hören Sie, selbst wenn Sie recht hätten und Gemini wirklich eine Waffe... Es ist nicht irgendeine Waffe. Es ist die Waffe. Die, die alles vernichten okay, wird. Selbst wenn es wahr ist, denken Sie einen Augenblick nach. Ich bin nicht Ihr Problem. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das verdammte Ding abschalten kann. Selbst wenn ich lügen sollte. Sie sind so oder so am Arsch. Also der Reihe nach. Sie haben gesagt, fast alle sind weggelaufen. Wer ist noch hier, außer Ihnen und Chandler? Morgan, denke ich. Skiles, sonst okay, niemand. Ich will mit den beiden reden. Was ist mit Chandler? Sie warten hier und bewachen die Tür, in Ordnung? Ich bin schnellstens zurück. Gute Idee, Sir. Und noch was. Bleiben Sie ganz ruhig. Verstehen Sie? Ja, Sir. Wird gemacht, Sir. Ich mach Sie fertig, Sie Schwein! Ich komm rein zu Ihnen! Dr. Morgan, stimmt's? Habe ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich möchte nicht gestört werden. Mein Name ist Thorsten, Dr. Paul Thorsten aus Washington. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie können mir nicht helfen. Niemand kann das. Was ist hier vorgefallen, Dr. Morgan? Wo sind die anderen? Und warum glaubt Gordon, Gemini sei eine Massenvernichtungswaffe? Gemini existiert nicht. Nicht, bevor ich mit meiner Arbeit fertig bin. Meine Arbeit ist der Schlüssel. Die Analyse, verstehen Sie? Die Mathematik. Wunderschön, oder? Elegant. Pythagoras hätte das verstanden. Er hätte das Musik der Sphären genannt. Es liegt Geometrie im Klingen der Saiten und Musik in den Weiten der Sphären. Zeit und Raum, die komplexen Superketten, die unsere Realität definieren. Und jetzt Gemini, Lieferant unendlicher Energie. Das stimmt nicht. Die Riemann-Tensor-Gleichungen müssen ausgewogen sein. Ich krieg sie nicht ins Gleichgewicht. Vielleicht schaffe ich es. Warten Sie mal, das... Das kann doch unmöglich stimmen. Wieso? Diese Gleichung, da wird plötzlich massive Energie freigesetzt. Mächtig genug, um die Sterne neidisch werden zu lassen. Und ob? Aber wenn wir die Reaktion nicht kontrolliert einsetzen, können sie völlig nutzlos. Es sei denn, es ist eine Bombe. Corporal Gordon hat gesagt, jemand namens Chandler habe sich eingeschlossen und drohe damit, Gemini zu zünden. Bitte. Gemini ist erst fertig, wenn ich es sage. Und bilden Sie sich nicht zu viel ein. Es ist mir egal, was Sie denken. Ich muss noch einiges berechnen. Mit wem reden Sie gerade? Dr. Chandler. Er lässt mich einfach nicht in Ruhe. Und gerade jetzt redet er über Sie. Und? Was sagt er? Fragen Sie ihn doch selbst. Ich habe zu tun. Ich würde gern direkt mit Dr. Chandler reden. Dazu brauche ich die Kombination zum Sicherheitslabor. Sie kommen an das Giles. Der kennt Sie. Würden Sie jetzt bitte gehen? Der verantwortliche Offizier ist noch hier? Im Kommunikationsraum. Im Kommunikationsraum. Danke, Doktor. Gute Idee. Wahnsinnig viel Arbeit. Wahnsinnig viel Arbeit. Na toll, kein Netz. Kommen Sie rein. Ach, Commander Skiles. Ich weiß.
Sie sind hier, um mich zu töten. Sie zu töten? Wie kommen Sie darauf? Machen wir uns doch nichts vor. Ich war für alles verantwortlich. Ich habe die Kontrolle über das Projekt verloren. Die Toten draußen im Schnee gehen auf mein Konto. Ich bin nicht hier, um Sie zu töten. Ich will doch nur die Kombination zum Sicherheitslabor. Vielleicht war es die Dr. Chandler. Chandler. Richtig. Ich habe eine Theorie über Chandler. Wollen Sie sie hören? Klar, kann's kaum erwarten. Er ist nicht hier. Er existiert nicht. Er ist sowas wie eine Wahnvorstellung. Der kriegt noch Komplexe, wenn Sie so weiterreden. Na toll. Großartig. Sie hören ihn also auch. Ich höre ihn nicht. Wissen Sie, wieso? Ich stelle die Lautstärke so hoch, dass ich ihn nicht hören kann. Warum setzen Sie sich nicht und gucken mir beim Spielen zu? Ich habe eine bessere Idee. Ich sag Admiral Munro, er soll ein Psychiater-Team herschicken und euch hier rausholen. Vergessen Sie es, die Kommunikationssysteme funktionieren nicht mehr. Weder extern noch intern. Überhaupt nichts. Wir sind hier komplett abgeschnitten. Sie können es ja versuchen. Thorsten. Hallo Paul, hier Dr. Chandler. Sie wollten mich sprechen. Schön, hier bin ich. Reden wir über Sie und das Ende der Welt. Sie müssen diesen Ort verlassen. Vergessen Sie, dass er je existierte. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ich weiß nicht, was Sie mit diesen Menschen gemacht haben. Aber mit mir werden Sie das nicht machen. So leicht kommen Sie mir nicht davon. Guter Trick! Das ist kein Trick. Wir beide führen einfach eine Unterhaltung. Unterhaltung. Genau das haben Sie auch mit den anderen gemacht. Sie haben ihnen eingeredet, sie würden Stimmen hören und irgendwann hielten sie es nicht mehr aus. Sie haben sie in den Wahnsinn getrieben! Das war gar nicht nötig. Es gab schon mehr Wissenschaftler, die ihre Arbeit nicht mit ihren moralischen Prinzipien vereinbaren konnten. Oppenheimer hatte nichts gegen die Vorstellung, an einem Atomenergieprojekt zu arbeiten, aber ihm war der Gedanke unerträglich, eine Waffe zu bauen, die Macht hatte, den Krieg zu beenden, indem sie alles Leben auf der Erde auslöscht. Das hat sie nicht, Doktor. Oppenheimer schuf den Funken. Gemini ist das Feuer. Laufen Sie weg, Paul. Ich laufe nicht davon! Sie hören ihn auch, stimmt's? Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sind alle tot. Wie können wir ihn hören? Umgeleitete Akustik vielleicht? Oder ein parabolisches Mikrofon? Oder zwei Büchsen und eine lange Schnur. Ich bin echt überfragt. Wo kommt der Ton her? Wo steckt dieser Typ? Aber es muss doch eine plausible Erklärung für alles geben! Es gibt für alles eine Erklärung. Eine rationale, logisch nachvollziehbare Erklärung. Deshalb bin ich Physiker geworden, um Dinge zu erklären und Fragen zu beantworten. Und Schwierigkeiten zu lösen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wenn wir die Tür nicht aufkriegen, gibt es bald keine Welt mehr. Sie vergeuden Ihre Zeit, Paul. Das werden wir ja sehen. Gehen wir. Ich habe die Gleichungen noch nicht in die Balance gebracht. Sie kann Ihnen nicht helfen. Wieso klingen Sie dann so nervös? Jetzt hören Sie ihn auch, stimmt's? Ja, ich Glückspilz. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich habe es bis zum Bonuslevel geschafft. Würden Sie bitte mitkommen, Commander? Er hat aufgegeben. Ich schlage vor, Sie tun dasselbe. Hören Sie, Commander, wir müssen irgendwie in den Sicherheitsraum kommen. Nein, vergessen Sie es. Das klappt nicht. Sie vergeuden Ihre Zeit. Commander! Game over. Sie haben sich immer auf Ihren Intellekt verlassen, aber der lässt Sie jetzt im Stich. Das können Sie nicht ertragen. Sie wissen nichts über mich. Ich weiß alles über Sie, Paul. Dann wissen Sie ja, dass ich bisher alle Probleme lösen konnte. Diesmal nützt Ihnen Ihre Logik nichts. Das gibt es nicht. Ich weiß, was ihr denkt. Chandler ist zu clever und zu gefährlich. Wir können ihn nicht aufhalten. Aber ich sage euch, wir können es. Und das werden wir auch.
Zuerst überlegen wir uns, wie wir die Sicherheitstür aufkriegen können. Ich schlage vor, wir sprengen sie. Wir haben noch Plastiksprengstoff. Vielleicht sollten wir ein kleines Stück davon für Chandler übrig lassen. Wieso? Gemini ist doch noch gar nicht fertig. Wir haben wichtigere Aufgaben zu erfüllen. So manche Errungenschaft liegt noch vor uns. Das ist viel Arbeit. Deshalb schießen Sie auf meinen Monitor? Sowas passiert doch andauernd. Sehen Sie sich um. Sie sind alle wahnsinnig. Was ist mit Ihnen? Was? Wir sind zu viert, Kumpel, und du bist allein. Natürlich. Ich habe die Gravitationskonstante nachgerechnet. Na und, was macht das schon? Ich habe versagt und Sie werden gewinnen. So wie ich werde Sie umbringen, Chandler. Hören Sie, was hat Chandler zu Ihnen gesagt gerade eben? Dass wir verglühen, wenn wir die Tür öffnen. Und Ihnen sagt er, die Gleichung stimmt nicht? Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich das Problem lösen. Ich fange einfach von vorn an. Und Sie, lassen Sie mich raten. Er sagt, Sie können nichts tun, um ihn aufzuhalten. Begreift ihr nicht? Er redet jedem von uns was anderes ein. Er versucht uns ganz bewusst zu manipulieren, damit keiner von uns die Tür öffnet. Aber vielleicht ist Chandler auch nur eine Wahnvorstellung. Und die Tür ist offen und ich kann sie nur deshalb nicht öffnen, weil ich mir einbilde, ich könnte es nicht. Ich wusste es die ganze Zeit. Thorsten, Sie Schwein, Sie arbeiten für Chandler! Er wird uns umbringen! Habt ihr das gesehen? Er war gar nicht real. Du meine Güte. Vielleicht gibt's keinen von euch wirklich. Hier ist nichts real. Endlich. Hallo, Paul. Hier ist nichts real, oder? Sie schon und Gemini auch, aber das wissen Sie ja bereits. Immerhin ist Gemini Ihre eigene Erfindung. Das ist völlig unmöglich. Ich wurde hergeschickt, um zu helfen. Nein, wir beide wissen, dass es nicht wahr ist. Gemini ist Ihr Baby. Sie haben es entwickelt. Aber als Ihnen bewusst wurde, was Sie erschaffen haben, kamen Sie damit nicht klar und wurden verrückt. Nein. Was wollen Sie tun? Mich töten, wie all die anderen? Ich habe niemanden getötet. Sie waren nicht real. Klar waren Sie das. Sie waren Teile von ihm. Gordon war Ihre Paranoia. Dr. Morgan die Manifestation Ihrer Unsicherheit. Und Ihre Depression war Commander Skiles. Alle haben Sie daran gehindert, Gemini zu vollenden. Jetzt erinnern Sie sich wieder, habe ich recht? Alles fällt Ihnen wieder ein. Sie sehen die Gleichungen vor Ihrem geistigen Auge. Deshalb sind Sie verrückt geworden. Ich wollte nie, dass es eine Waffe wird. Das Problem bei unserem Erfindungen. Früher oder später wird alles zur Waffe, aber die hier können wir stoppen. Wir können unsere Welt vor ihr schützen. Wie? Indem wir hundertprozentig sicherstellen, dass sie Gemini nie vollenden. Sie sind total verrückt. Dieses Opfer werden Sie bringen müssen. Ich bin erfolgreich. Ich habe eine Karriere. Ich habe ein Leben. Sie wollten doch schon immer der Menschheit helfen. Nein. Tun Sie es, Paul. Es ist die einzige Chance. Entweder Sie beenden Ihres oder Gemini unser aller Leben. Nein. Tun Sie es. Nein. Tun Sie es. Tun Sie es. Erschießen Sie sie, Paul. Nach Ihnen. Nehmt den Raum, wir übernehmen den nächsten. Alles absichern! Weiter! Und dann weiter!
Admiral Munro, hier Spezialeinheit 6. Zielobjekt gesichert. Beschreiben Sie kurz die Lage dort. Sieht schlimm aus. Sieht echt schlimm aus, Sir. Neun werden vermisst und alle, die im Hauptlabor gearbeitet haben, sind tot. Thorsten? Der ist hier. Sieht aus, als wäre er durchgedreht und hätte alle getötet und zum Schluss sich selbst. Und Gemini? Auf sämtlichen Computern wurden die Daten gelöscht, Sir. Und das Innere von Gemini liegt überall verstreut. Thorsten muss alles herausgerissen haben, bevor er sich selbst den 9mm Bypass gesetzt hat. Packen Sie sämtliche Einzelteile zusammen und bringen Sie alles nach Hause. Wir finden jemanden, der Gemini wieder zusammensetzen kann. Es gibt immer jemanden. Die Grenze zwischen geistiger Gesundheit und Wahnsinn wird manchmal nicht durch unsere Vernunft bestimmt, sondern durch die Angst. Angst vor uns selbst, vor unserer Fähigkeit zu zerstören. Ein Erfahrungsbericht aufgezeichnet und archiviert von Dr. Paul Thorsen in der Twilight Zone.